Equalizer und Kompressor sind sicherlich zwei der wichtigsten Werkzeuge bei der Anfertigung eines modernen Mixes. Aber hast du dich mal gefragt, wie die beiden eigentlich klingen? Beim Equalizer ist das relativ einfach zu beantworten. Wenn ich die Höhen anhebe, dann wird der Sound sofort frischer und heller. Aber wie verändert sich eigentlich der Sound, wenn ich beim Kompressor Attack- und Release-Zeit verstelle? Um dir diese Frage zu beantworten und ehrlich gesagt auch um mein Wissen ein kleines bisschen mal wieder aufzufrischen, zeige ich dir heute, wie sich der Sound von einer Bassdrum und von einem Bass verändern, wenn man unterschiedliche Attack- und Release-Zeiten einstellt, damit du und ich demnächst wieder gezielt zum Kompressor greifen können und die richtigen Werte da einstellen. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Wie du ja sicherlich weißt, gibt es vier essentielle Hilfsmittel bei der Anfertigung eines modernen Mixes. Und das ist der Lautstärke-Fader, der Panoramaregler, der Equalizer und der Kompressor. Jetzt gibt es aber die schöne Regel beim Mischen, dass man jedes Hilfsmittel und jedes Plugin nur benutzen sollte, wenn man auch wirklich einen guten Grund dafür hat. Aber das ist ja relativ schnell erklärt. Wenn das Signal zu laut oder zu leise ist, nehme ich den Fader. Wenn es irgendwo im Panorama verstellt werden soll, es soll mehr nach rechts, in die Mitte oder mehr nach links, nehme ich den Panoramaregler. Wenn es sich frequenztechnisch irgendwie verdeckt mit einem anderen Signal oder vielleicht einfach nur aufgehübscht werden soll, mehr Höhen oder so, dann nehme ich einen Equalizer. Und wenn die Dynamik zu groß ist vom Signal, also der Abstand zwischen dem lautesten und dem leisesten Teil im Signal, dann nehme ich einen Kompressor, um diesen Abstand ein bisschen zu verringern, um dafür zu sorgen, dass die lauten Teile nicht rauspieken aus dem Mix und die leisen Teile nicht absaufen. Soweit, so gut. Akustisch ist auch klar, was passiert, wie sich das verhält. Wenn man den Fader nimmt, dann wird es halt lauter oder leiser. Wenn man das Panorama benutzt, dann verschiebt es sich von links nach rechts, von rechts nach links, von links nach rechts. Und wenn man den Equalizer nutzt, um die Höhen anzuheben, dann weiß man auch, dass das Signal heller wird. Aber beim Kompressor ist es immer so ein kleines bisschen eine Blackbox. Ne? Man weiß, dass die Dynamik eingeschränkt wird. Man weiß auch, dass das Signal stabiler im Mix steht. Aber wie sich das Ganze klanglich verhält, wenn man Attack- und Release-Zeit mal unterschiedlich einstellt, das wissen eigentlich die wenigsten. Warum? Weil man sich einfach nie hingesetzt hat, um sich das Ganze mal anzuhören. Wenn du den Kompressor nur benutzen möchtest, um die Dynamik einzuschränken, dann lass einfach bei deinem mitgelieferten Kompressor-Plugin alle Werte auf Default, also auf Standardeinstellung, und benutze nur den Threshold. Regel einfach runter, bis du so 3 bis 5 Dezibel Kompression hast, dann ist schon alles gut, dann sollte nichts Schlimmes passiert sein und dein Signal stabiler sein im Mix. Wenn du aber mal mit dem Sound ein bisschen experimentieren möchtest und auch mal gezielt den Kompressor zur Soundgestaltung einsetzen möchtest, dann solltest du wissen, wie das Ganze klingt, wenn du eine unterschiedliche Attack- und Release-Zeit benutzt. Ne? Man kann ja eine kurze Attack einstellen oder eine längere Attack-Zeit, eine kurze Release-Zeit oder eine schnelle Release-Zeit. Was diese beiden Regler machen, ist ja im Prinzip klar. Ne? Die Attack-Zeit regelt, wie schnell der Kompressor einsetzt, wenn das Signal über den Threshold hinausgeht. Wenn man sie ganz kurz einstellt, dann reagiert er sofort. Wenn man sie langsam einstellt, dann lässt sie erstmal so den ersten Transienten durch und reagiert dann irgendwann. Und bei der Release-Zeit ist es auch so, wie schnell regelt der Kompressor eigentlich zurück, wenn er den komprimiert hat? Relativ langsam, dann ist es eine langsamere Release-Zeit, oder relativ schnell, nachdem der komprimiert wurde, dann wird relativ zügig wieder zurückgeregelt und der Sound nach vorne geholt. Aber wie das genau klingt, das sollte man doch im Ohr haben und das schauen wir uns auch heute mal an, auch als Erinnerung für mich persönlich. Ich lerne also heute auch nochmal eine ganze Menge, wie sich der Kompressor da verhält. Und falls du dich dafür interessierst, wie es bei dir in deiner DAW klingt, kannst du dir die Spuren sogar runterladen. Wenn du dich entschieden haben solltest, mir über diesen Mitglieder werden Knopf hier unter dem Video mir jeden Monat einen Kaffee auszugeben, dann findest du da auch einen Link, wo du dir die Spuren runterladen kannst. Und alle Basis- und Premium-Mitglieder im Recording-Blog, hier kleiner Link zu den Informationen dazu übrigens, können sich im Download-Bereich dann da auch alles runterladen und dann kannst du dir das mal zu Hause anhören in deiner DAW und mal hören, wie sich unterschiedliche Attack- und Release-Zeiten eigentlich auf den Sound auswirken. Wir schauen uns das Ganze am Beispiel einer Bassdrum und von einem Bass an in der Session. Und da gehen wir jetzt rüber. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, ja, weiß schon, ne? Zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber komm, wir gehen jetzt mal rüber und gucken mal, wie sich der Kompressor da wohl verhält. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich würde sagen, wir hören uns als erstes mal die unverfälschte und unbearbeitete Bassdrum an, so wie sie aufgenommen wurde. Nämlich so. Ganz normale Bassdrum, du hörst zwischen den Bassdrum-Schlägen auch noch so ein bisschen die Snare, also eine ganz normale Aufnahme von einem ganz normalen Drumset. Ich habe jetzt diese Spur mal 4 genommen, das heißt, hier sind 4-mal untereinander im Prinzip die gleichen Aufnahmen und im Kanal sind sie dann weiter bearbeitet worden. Ich habe die entsprechend benannt, hier Kick SL, der erste Buchstabe schnell, S für schnell, steht für die Attack-Zeit und der zweite Buchstabe L steht für langsam für die Release-Zeit und entsprechend sind die dann benannt, also die erste Kick, schnelle Attack-Zeit, langsame Release, dann langsame
Attack und langsame Release, dann langsame Attack und schnelle Release-Zeit und entsprechend schnelle Attack-Zeit und schnelle Release-Zeit. Und im Kompressor sieht das Ganze dann wie folgt aus. Ich habe hier als Standardeinstellung einen Threshold von minus 14 dB eingestellt. Der ist bei allen Kompressoren gleich, genauso wie die Ratio. Nie habe ich nicht angepackt. Brauchen wir auch jetzt an dieser Stelle mal nicht thematisieren. Aber hier sind die entscheidenden Faktoren. Ne? Die Attack-Zeit ist hier mit 0,10 Millisekunden auf dem schnellsten Faktor eingestellt, den man bei diesem mitgelieferten Kompressor hier bei Studio One einstellen kann. Also wirklich rucki-zucki. Kaum ist das Signal über den Threshold gegangen, wird auch schon komprimiert. Und die Release-Zeit dahinter dann mit 120 Millisekunden, relativ gemächlich, vor allem für eine Bassdrum, die ja ein sehr kurzes Instrument ist. Aber es soll ja hier demonstrativ werden, damit man auch wirklich hören kann, was passiert. Was ich noch eingestellt habe, ist das Make-up-Gain, damit wir gleich mal vergleichen können. Denn hier wird ja komprimiert, dadurch wird das Signal dann auch leiser gemacht und das, was da leiser gemacht wird, soll dann direkt wieder aufgeholt werden. Ich habe also individuell bei jedem einzelnen Kompressor das Make-up-Gain so eingestellt, dass der lauteste Peak von dem Kompressor dann entsprechend wieder aufgeholt wird, sodass wir ungefähr da vergleichbar sind. Wir wollen ja jetzt nicht daran scheitern, dass die Signale unterschiedlich stark komprimiert werden und dadurch allein schon ein unterschiedlicher Klangeindruck entsteht. So viel zur Vorbereitung und jetzt würde ich sagen, ist es soweit, wir hören am besten mal rein. Also ich schalte jetzt einfach mal den Kompressor mit einer schnellen Attack-Zeit und einer langsamen Release-Zeit ein, erstmal ohne und dann mit. Und du hörst schon, der Sound ändert sich dramatisch. Ne? Das wird also von der normalen Bassdrum, so wie wir sie aufgenommen haben, ändert sich einiges. Wir haben zunächst einmal, dass hier 10,38 dB rauskomprimiert werden. Das heißt, der Kompressor reagiert rucki-zucki. Der Peak, also der Anschlag, der Transient von der Bassdrum kommt, geht über den Threshold hinaus und wird sofort komprimiert. Das heißt, der Transient vorne des Anschlagsgeräusch wird sofort runterkomprimiert und dann dauert es 120 Millisekunden, bis dieser Kompressor wieder zurückregelt. Mit anderen Worten, so eine Bassdrum, die ist ja nicht so lang. Bis dahin ist schon ein Großteil von der Bassdrum quasi vorbei und dementsprechend kann dann natürlich auch nicht mehr viel aufgeholt werden. Denn wenn der Kompressor dann nach seiner Kompression wieder zurückregelt, nach 10,38 dB Reduktion, die er da vorher gemacht hat, ist natürlich klar, dass dann vom Körper der Bassdrum nicht mehr viel übrig bleibt. Mit anderen Worten, der Transient wird vorne einigermaßen gekillt und vom Körper bleibt nicht viel übrig. Wir hören nochmal AB ohne und mit. Ja, es wird lauter. Klar, mit dem Make-up-Gain habe ich auch den ein oder anderen kleineren, leiseren Schlag nach vorne geholt, aber insgesamt stellt man eine Bassdrum ja auch so ein oder ein Instrument so ein, dass man den lautesten Peak dann mit dem Make-up-Gain wieder aufholt. Also, ganz klar, hier der Transient wird gekillt und vom Körper wird nicht viel nach vorne geholt. Gehen wir mal auf den nächsten Kanal. Der bedeutet langsame Attack-Zeit und langsame Release-Zeit. Und auch hier mache ich mal den Kompressor erst aus und dann machen wir ihn an. Normal, die normale Bassdrum. Und hier findet jetzt schon ein deutlich anderer Klangcharakter statt. Mit anderen Worten, hier wird mit 10 Millisekunden Attack-Zeit schon eine ganze Menge vom Transienten durchgelassen. Das heißt, 10 Millisekunden lang nach Überschreitung des Thresholds wird nicht komprimiert, danach wird komprimiert und dann dauert es 120 Millisekunden, bis wieder zurückgeregelt wird, dieser Wert, den wir gerade eingestellt haben und wie viel wird komprimiert. Dieses Mal sind es nur 5,34 dB, also die Hälfte von dem, was wir gerade hatten. Also die schnelle Attack-Zeit hat dazu geführt, dass der Kompressor ganz schnell und ganz viel komprimiert. Die langsame Attack-Zeit hat dazu geführt, dass erstmal einiges vom Signal durchgelassen wird und dann komprimiert wird. Und an der Stelle, wo dann noch komprimiert wird, ist dann halt nur noch 5,34 dB zu komprimiert. Dementsprechend habe ich das natürlich dann hier auch beim Make-up-Gain wieder aufgeholt. Und wir hören nochmal kurz den AB-Vergleich ohne. Klingt aber nicht schlecht, ne? Also ist auf jeden Fall schon mal Bassdrum, klingt schon mal ganz gut, vor allem weil der Anschlag vorne durchkommt und hinten raus ist es nicht so wummerig, das ist schon relativ kontrolliert. Gefällt mir gar nicht mal schlecht. Kommen wir zum nächsten. Der nächste Kompressor
ist eingestellt mit einer langsamen Attack-Zeit und einer schnellen Release-Zeit. Mit anderen Worten, der Transient geht durch, einiges von der Bassdrum geht durch, dann sind die 10 Millisekunden vorbei, dann wird komprimiert, aber die Release-Zeit ist so schnell eingestellt, dass nach der Kompression direkt wieder nach vorne geholt wird. Das heißt, das Signal wird direkt wieder um das Make-up-Gain aufgeholt und dementsprechend wird der Körper der Bassdrum dann dahinter auch hervorgeholt. Und wir hören mal, wie das Ganze klingt. Ich mache ihn erst aus. Und wir hören, der Transient kommt zwar durch, die Bassdrum ist auch relativ fett, aber sie wummert hinten, weil der Körper so schnell nach vorne geholt wird nach der Kompression, dass die Bassdrum schon anfängt zu wummern. Was fehlt noch? Es fehlt noch schnelle Attack-Zeit und schnelle Release-Zeit. Mal gucken, wie das klingt. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Wieder aus. Und das ist der Kompressor auch hier eingestellt. 0,10 Millisekunden, wie gesagt, die schnellste Attack-Zeit, die wir einstellen können und die schnellste Release-Zeit auch mit einer Millisekunde. Hier wird jetzt richtig gearbeitet und wir hören mal, wie das Ganze klingt. Okay, es wird sehr pappig, möchte ich sagen. Wir stellen uns vor, der Bassdrum klöppelt schlecht also gegens Fell, es wird komprimiert, aber nur ganz kurz und ruckizucki nach einer Millisekunde wird das ganze restliche Signal auch schon wieder nach vorne geholt. Mit anderen Worten, ein bisschen Pappe vom Klöppel kommt auch noch mit rüber und der Körper wird nach vorne. Insgesamt scheint der Kompressor hier aber nicht in seinem besten Umfeld zu arbeiten, weil er klingt wirklich nicht sehr angenehm. Und du siehst, dass er hier durch die schnelle Attack-Zeit auch wieder 10,05 dB reduzieren muss. Entsprechend habe ich das hier auch beim Make-up-Gain eingestellt. Aber so richtig angenehm klingt es nicht bei der ganzen Geschichte. Jetzt wird es aber spannend, denn wir hören jetzt mal nicht im AB-Vergleich, was der Kompressor mit den unterschiedlichen Attack- und Release-Zeiten zum Originalvergleich, zum Originalsignal macht, sondern wir hören jetzt mal unterschiedlich. Und ich blende dir ein, welchen du gerade mal hörst. Und du kannst dir mal überlegen, welcher dir am besten gefällt. Das heißt, ich mache jetzt mal die Kompressoren aus und blende dir dann entsprechend ein, welchen du hörst. Wir lassen uns mal nicht vom Bild ablenken und ich schalte mal zwischen den einzelnen Signalen her. Wir fangen an mit schnell langsam, dann machen wir langsam langsam, langsam schnell und dann schnell schnell. Ich bin mal gespannt, welches dir am besten gefällt. Also, los geht's. Also speziell die letzte Einstellung mit schnell, schnell ist jetzt nicht so direkt meins. Es wummert, es ist pappig, dadurch, dass der Klöppel so nach vorne geholt wird und insgesamt ist das nicht so ganz mein Geschmack. Irgendwo zwischen langsam, langsam und zwischen langsam, schnell hat sich es bei mir entschieden. Ich wäre wahrscheinlich bei der langsam, langsam Einstellung, weil hier genügend vom Transienten durchkommt und danach dann charmant zurückgeriegelt wird mit 120 Millisekunden. Ich finde, dass man die Bassdrum so gut unter Kontrolle halten kann, dass sie also nicht zu sehr wummert im Mix, dass sie aber trotzdem durchsetzungsfähig wird. Aber das muss natürlich dann alles im Mix auch nochmal überprüft werden, denn wir wissen ja, alle Solo abhören kann jeder, aber im Mix muss es ja funktionieren. Mit anderen Worten, im Idealfall stellst du die Faktoren dann auch ein, während der komplette restliche Mix schon mal läuft oder zumindest ein Grundmix schon mal von der ganzen Geschichte. Falls du dich fragst, wie du dann deine perfekten Einstellungen für deine Bassdrum selber herausfinden kannst, kann ich dir auch einen kleinen Trick verraten. Wir gehen mal hier auf die Bassdrum mit der Schnell-Schnell-Einstellung. Wenn du es selber herausfinden willst, dann gibt es einen Startpunkt, nämlich einfach die Release-Zeit auf ganz schnell stellen und die Attack-Zeit auf ganz langsam. Speziell bei der Bassdrum funktioniert das wunderbar. Und dann lässt du es einfach abspielen und regelst erstmal mit dem Attack-Regler so weit runter, bis die Bassdrum vorne ihre Attack, ihren angenehmen Anschlag zu verlieren scheint. Also ein bisschen unknackig klingt, ein bisschen pappig klingt und irgendwie so ihren Druckpunkt da an der Stelle verliert. Und anschließend regelst du dann die Release-Zeit, regelst du langsam nach oben, bis die Bassdrum genügend von ihrem Körper hat, ohne direkt wummerig zu werden bei der ganzen Geschichte. Und wir machen das mal am Beispiel. Ich zeige dir mal, wie ich das hier einstelle. Also los geht's. Immer schön hören, ne? Jetzt wird's unangenehm. Also zurück.
in dem Bereich, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt die Release-Zeit nach oben, mal gucken. Okay, das wäre jetzt meine Einstellung, die ich jetzt erstmal so solo abgehört für diese Bassdrum wählen würde, was mir gut gefällt. Und wir sind bei einer Kompression von 5,56. Entsprechend können wir das dann hier beim Make-up Gain auch einstellen, 5,56. Und jetzt natürlich das Wichtigste nochmal AB hören mit dem, was im Ursprungssignal gewesen ist. Also Kompressor aus und dann mal hören, was passiert, wenn man ihn anmacht. Hat wunderbar funktioniert. Ich wäre jetzt mit diesem Sound erstmal zufrieden und würde dann meinen Mix fortsetzen. Wunderbare Geschichte. Kommen wir zum nächsten Thema, zum Bass. Und wie gesagt, wenn du dir die Spuren runterladen möchtest, kannst du das gerne tun. Gib mir einen Kaffee aus und du findest den Link zum Download oder du bist schon Basis- oder Premium-Mitglied. So, also Schlagzeug, Bassdrum war schon mal spannend. Gehen wir rüber zum Bass. Und da wird es jetzt nochmal richtig spannend, denn wir haben auch hier ein tieffrequentes Signal von unserem Bass. Aber wir haben hier nicht so einen starken Anschlag und wir haben vor allem ein Signal, was nicht sofort nach dem Anschlag direkt wieder weg ist, mit anderen Worten. Wir haben hier ein Signal, was durchwummert und ich habe es extra legato gespielt. Hier siehst du die vier Spuren vom Bass, die sind bei mir gelb und die sind entsprechend auch aufgeteilt. Also schnelle Attack-Zeit, langsame Release, dann langsame Attack, langsame Release, dann langsame Attack-Zeit, schnelle Release und entsprechend nochmal schnelle Attack, schnelle Release. So habe ich sie eingestellt, also im Prinzip derselbe Kompressor, den wir vorher auch hatten, wie du hier auch siehst. Und ich habe jetzt in diesem Fall mal das Make-up-Gain nicht eingestellt. Mit anderen Worten, wir hören jetzt nur, was der Kompressor direkt macht. Und auch hier sind die Einstellungen entsprechend Attack-Zeit auf Rucki-Zucki, also 0,10, wenn es schnell ist, und 10 Millisekunden, wenn es langsam ist, und Release-Zeit auf 120 Millisekunden, wenn es langsam ist, und eine Millisekunde, wenn es schnell ist. Und mal gucken, was das jetzt mit dem Bass macht. Hier ist der Threshold auf minus 15 dB eingestellt und die Ratio auf 4:1 als Standardwert jetzt hier an der Stelle. Und wir hören zunächst einmal den Bass unbearbeitet und gucken mal, wie das Ganze ohne Kompressor klingt, nämlich so. Kompressor an. Das ist jetzt der Kompressor mit der schnellen Attack-Zeit und der langsamen Release-Zeit. Und wir sehen hier schon, das ganze Stück wird um 7,65 dB komprimiert. Also stellen wir hier an der Stelle mal diese 7,65 dB ein als Make-up-Gain und machen das Ganze jetzt mal eben schnell bei den anderen Soundsignalen. Auch hier wieder den Kompressor aus. Langsame Attack und langsame Release. Kompression hier 4,33. Du hörst schon, dass der Anschlag schon bei weitem nicht so einen starken Transienten hat und dementsprechend die Attack-Zeit auch nicht so einen großen Einfluss auf den Anschlag vom Signal hat in diesem Fall. Es liegt auch am Signal natürlich. Hier holen wir also 4,33 dB auf. Beim nächsten Signal haben wir hier eine langsame Attack-Zeit und eine schnelle Release-Zeit. Also er reagiert relativ langsam, holt dann aber rucki-zucki wieder hintenrum alles auf, nach einer Millisekunde schon, nachdem er komprimiert hat. Und wir gucken mal, wie viel hier komprimiert wird. Auch hier wieder das unverfälschte Signal zuerst. Mit. Ja, das hat mir spontan schon gut gefallen. Hier haben wir 3,12 dB, die hier komprimiert werden. Also stelle ich die beim Make-up Gain auch ein. Und kommen wir noch zu unserem Freund, dem schnelle Attack, schnelle Release, den wir hier auf dem anderen Kanal haben. Mal gucken, was hier passiert. Auch hier wieder aus. Und los geht's. Oha! Ah, guck mal, wie der hier arbeitet.
Der ist wie so ein nervöses Zucken unter dem Auge so ein bisschen, ne? Der hat nur zu arbeiten, aber ist klar, ne? Attack ist rucki zucki auf 0,1 Millisekunden eingestellt. Das heißt, sobald er den Threshold übersteigert, wird runtergeregelt und nach einer Millisekunde wird schon wieder raufgeregelt. Und dadurch, dass wir jetzt eben nicht ein transientenstarkes, kurzes Instrument haben, sondern ein Bass, der eben durchspielt, wo die ganze Zeit irgendwie vor sich hin komprimiert wird, immer rucki zucki, sobald der Threshold überschritten wird und wieder in die andere Richtung überschritten wird, wird geregelt und geregelt und geregelt. Und anscheinend sorgt das dafür, dass der dass hier ein Verzerrer rausgeworden ist aus dem Kompressor. Das klingt auf jeden Fall stark verzerrt. Der ist wirklich stark am Arbeiten. Es ist nicht sehr angenehm, wenn man das Solo abhört. Aber wir gucken mal, wie viel komprimiert wurde. Hier wurden 7,97 dB reduziert. Also stellen wir auch die beim Make-up Gain ein. 7,97. Und jetzt würde ich sagen, genau wie gerade, hören wir mal wieder blind, was passiert, wenn wir umstellen. Und ich blende dir wieder ein, welches Signal du gerade hörst. Also wir starten wieder mit schnell langsam, dann langsam langsam, dann langsam schnell. Und dann schnell, schnell. Also, jetzt wird es aber wirklich spannend. Mal gucken, was beim Bass passiert. Also ich finde speziell bei schnell langsam, jetzt gerade bei dem letzten, wo wir aufgehört haben, also schnelle Attack-Zeit, langsame Release-Zeit, hört man auch an der schnellen Attack-Zeit, dass hier wirklich gearbeitet wird. Ne? Der Kompressor muss auch hier relativ zügig komprimieren und wir gucken mal hier, wie schnell der reagiert. Es klingt auch so ein bisschen leicht verzerrt, es britzelt auch so ein bisschen noch mit rum. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass es hier nicht eine gute Idee ist, die Attack-Zeit auf so schnell zu stellen bei dieser Geschichte. Wohingegen mir an dieser Stelle der Kompressor mit einer langsamen Attack-Zeit und einer langsamen Release-Zeit durchaus gut gefallen hat, weil der das Signal schön ausgeglichen macht, schön konstant hält. Und wir machen das nochmal kurz an, dieses... Gefällt mir wirklich schon gut. Und wir hören es jetzt mal nur im Vergleich zu der langsamen Attack-Zeit und der schnellen Release, wo also nach dem Attack, nach der Kompression 10 Millisekunden, also nach der Überschreitung des Thresholds 10 Millisekunden gewartet wird, aber dann rucki-zucki danach wieder aufgeholt wird, wo der Körper dann nochmal ein bisschen weiter nach vorne geholt wird. Das sind, glaube ich, meine Favoriten. Das sind also insgesamt bei diesen beiden Instrumenten sowieso meine Favoriten mit einer relativ langsamen Attack-Zeit und mit einer entweder langsamen Release oder einer schnellen Release-Zeit. Natürlich gibt es auch hier die Zwischenpunkte wieder, die du dir natürlich dann auch selber erarbeiten kannst, wenn du möchtest, da auch mal rum zu experimentieren und einfach mal zu hören. Das macht tatsächlich viel aus und dann weiß man später tatsächlich auch, wo man gezielt hinmischen möchte und was man gezielt dann raushören möchte. Aber ich schalte mal jetzt nur zwischen langsam, langsam und langsam, schnell hin und her. Hoppala. Schreib du mir doch mal ganz kurz unten in die Kommentare, welcher von den beiden dir besser gefallen hat. Ich sag dir gleich, welche mir am besten gefallen hat, aber schreib du mal eben kurz Pause drücken und schreib mal kurz unten in die Kommentare rein, welcher dir am besten gefallen hat. Ich warte so lange. Okay, du hast ja Pause gedrückt, dann brauche ich ja nicht so lange warten. Also ich sag dir mal, was mir am besten gefallen hat. Hier langsam, langsam gefällt mir deshalb, weil der relativ entspannt klingt und weil er nicht so nervös klingt. Der klingt insgesamt sehr ausgeglichen, hält den Bass gut im Zaum und klingt ein bisschen... Ja, ein bisschen zahmer allerdings gegen das Langsam-Schnell-Ensemble hier, wo nämlich der Bass zwar auch mit seinem Transienten relativ gut durchkommt, wo also erst nach 10 Millisekunden Überschreiten des Thresholds komprimiert wird, aber zügig wieder nachgeregelt wird. Ich finde, der klingt noch ein bisschen runder und fetter hinten raus. Und dementsprechend würde ich mich jetzt irgendwo zwischen den beiden entscheiden. Vielleicht würde ich mit der Release-Zeit noch ein kleines bisschen rumspielen, um zu gucken, ob ich das Beste aus beiden Welten hinkriege. Also den entspannten Sound, aber trotzdem noch ein bisschen runder
damit der Kompressor noch ein bisschen entspannter hinten raus arbeitet. Das waren also die Soundbeispiele. Wie gesagt, du kannst sie dir runterladen, gib mir einen Kaffee aus und du kriegst einen Link oder du bist Premium- oder Basismitglied und kannst es dir im Download runterschreiben. Schreib mir auf jeden Fall, welche Eindrücke du hattest, wie du schon mal getestet hast, ob du schon mal getestet hast überhaupt, wie sich Attack und Release verhalten. Und vielleicht soll ich das Ganze ja auch nochmal bei Vocals zeigen. Wenn dich das interessiert, dann schreib auf jeden Fall Kompression Vocals unten in die Kommentare rein, denn dann weiß ich, dass wir das ganze Spiel hier mit Attack und Release auch nochmal bei Vocals ausprobieren. Könnte auch nochmal spannend werden, mit einem Standardkompressor das auszuarbeiten. Dir wünsche ich jetzt viel Spaß mit den Spuren oder beim selber ausprobieren, denn das ist kein Hexenwerk, das kannst du auch bei dir zu Hause. Und später weißt du dann genau, wo du mit Attack und Release hin willst, weil du hast schon mal alles gehört, was die beiden machen und kannst dann genau entscheiden, was du damit erreichen willst. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns die Tage wieder. Mach's gut und Yasu!